Herzlich willkommen zu einem neuen Random Lernvideo. In diesem Video werden wir uns mit der amerikanischen Revolution beschäftigen. Wir klären anfangs den Kontext bzw. die Vorgeschichte, daraufhin beleuchten wir den Ablauf der amerikanischen Revolution anhand eines Zeitstrahls mit den wichtigsten Ereignissen. Zum Ende werden wir noch die Folgen nennen. Und jetzt viel Spaß mit diesem Random Lernvideo. Wie sich viele denken können, musste Amerika erst einmal von der westlichen Welt entdeckt werden. Dies gelang Kolumbus im Jahr 1492. Nach weiteren Reisen nach Amerika entstand 1607 die erste dauerhafte britische Niederlassung in Jamestown. Dies liegt im heutigen Virginia. Einige Jahre später segelten zudem 100 der sogenannten Pilgrim Fathers mit der Mayflower nach Amerika und gründeten dort die Stadt Plymouth, beziehungsweise das heutige Massachusetts. Die Pilgrim Fathers waren übrigens Teil der strenggläubigen Calvinisten bzw. Puritanern. Calvinismus ist eine im 16. Jahrhundert entstandene Religionslehre innerhalb des Protestantismus. Die Pilgrim Fathers segelten nach Amerika und gründeten dort die ersten Kolonien. Sie sagten sich von der Church of England los und strebten nach vollständiger Gemeindeautonomie, da sie Teil der radikaleren Strömung des Puritanismus waren. Diese Unabhängigkeit versuchten sie durch die Gründung der Kolonien in Amerika zu erreichen. Am 11. November 1620 schlossen die Pilgrim Fathers zudem den sogenannten Mayflower Compact, der das erste Regierungsdokument ist, das von den Pilgrim Fathers erstellt wurde. Der Mayflower Compact regelt Aspekte der Verwaltung und sichert zudem die Treue der Pilgrim Fathers zum englischen König, König Jakob, zu. Nach und nach wurden weitere Kolonien auch von Menschen anderer Nationalitäten gegründet. Insgesamt spielte die Nationalität der Menschen in den Kolonien jedoch kaum eine Rolle. Im Jahr 1754 begann dann der French and Indian War, der bis 1763 andauerte. In den Kämpften Briten und Franzosen um die Vorherrschaft in Nordamerika. Der Krieg wurde 1763 durch den Friedensvertrag von Paris beendet. Großbritannien gewann zwar den Krieg und konnte die Vorherrschaft und weitere Territorien für sich sichern, jedoch ging aus dem Krieg für die Briten auch eine Staatsverschuldung von 130 Millionen Pfund Sterling hervor, die aufgrund der Zinsen jedes Jahr um rund 5 Millionen Pfund Sterling wuchs. Aufgrund dessen versuchte die britische Regierung, die Schulden möglichst schnell zu tilgen. Dazu hoben sie die Steuern erheblich an. Obwohl die Steuern in Großbritannien bis zu 26 Mal höher waren als in den Kolonien, lösten die erhöhten Steuern Widerstände in den Kolonien aus. Es wurde Sugar Act genannt und enthielt eine erhöhte Besteuerung von Kaffee, Seide, Wein und weiteren Waren, sofern sie über die Häfen eingeführt wurden. Ein weiteres Steuergesetz wurde Stamp Act oder The Stamp Act genannt. Es wurde am 22. März 1765 von der britischen Regierung erlassen. Durch dieses Steuergesetz war erstmals ein großer Teil der Bevölkerung betroffen, da alltägliche Waren wie offizielle Dokumente, Zeitungen und Spielkarten besteuert wurden. Dies rief große Proteste innerhalb der Bevölkerung hervor, weshalb unter anderem Kaufleute aus großen Hafenstädten die britischen Waren boykottierten und die Geheimgesellschaft Sons of Liberty gründeten. Vom 7. bis zum 25. Oktober 1765 tagte der Kongress der amerikanischen Kolonien und erklärte, trotz der hohen Besteuerung, die Loyalität zum britischen König, aber verurteilte gleichzeitig die Einführung von Steuern, ohne dass die Kolonien mitbestimmen konnten. Leitspruch war dabei: No taxation without representation, also keine Besteuerung ohne Repräsentation. Aufgrund der starken Proteste wurde der Stamp Act am 18. März 1766 aufgehoben. Dennoch sicherte sich die britische Regierung mit dem Declaratory Act das Recht, Steuern in den Kolonien zu erheben und diese zu bestimmen. Einige Zeit später, am 29. Juni 1767, erließ die britische Regierung die Townshend Acts.
Diese schrieben eine Besteuerung zahlreicher Güter des täglichen Bedarfs vor. Sämtliche Steuergesetze wurden am 5. März 1770 mit Ausnahme der Teesteuer wieder zurückgenommen. Am selben Tag wurden 5 protestierende Amerikaner beim sogenannten Boston Massacre in Boston von britischen Truppen erschossen. Am 10. Mai 1773 wurde von der britischen Regierung dann der Tea Act erlassen, der die East Indian Company subventionierte, wodurch der Endpreis abgesenkt und die nordamerikanischen Händler benachteiligt wurden. Die daraus hervorgehenden Proteste gipfelten am 16. Dezember 1773 in der sogenannten Boston Tea Party. Bei der Boston Tea Party vernichteten Amerikaner den Tee, den 3 britische Schiffe geladen hatten und nach Boston liefern sollten. Dieses Ereignis gilt heute als der Beginn der amerikanischen Revolution. In Reaktion auf die Boston Tea Party erließ das britische Parlament im Zeitraum von Januar bis April 1774 die sogenannten unerträglichen Gesetze bzw. Coercive Acts bzw. Intolerable Acts, bestehend aus dem Boston Port Act, dem Massachusetts Government Act, dem Administration of Justice Act und dem Quartering Act. Diese Gesetze waren besonders hart für die Kolonisten und heizten die Proteste dadurch noch weiter an. Der vom 5. September bis zum 26. Oktober 1774 tagende 1. Kontinentalkongress erklärte die unerträglichen Gesetze für verfassungswidrig und beschloss die Bildung einer unabhängigen Regierung und die Aufstellung von Milizen. Die amerikanische Unabhängigkeit begann schlussendlich am 19. April 1775, als der erste Schuss abgegeben wurde. Dies zog weitere Kampfhandlungen und Schlachten nach sich. Der vom 10. Mai 1775 bis 1. März 1781 tagende 2. Kontinentalkongress beschloss am 26. Mai 1775 den Verteidigungszustand. Im Juni des gleichen Jahres wird George Washington zum Oberbefehlshaber ernannt. Die Kolonie beschloss am 2. Juli 1776 die Unabhängigkeitserklärung, die 2 Tage später, am 4. Juli 1776, vom 2. Kontinentalkongress angenommen wurde. Dies heizte den Unabhängigkeitskrieg weiter an. Zunächst dominierten die Briten und konnten einige Schlachten für sich entscheiden. Jedoch kam es zum Wendepunkt des Krieges, als bei der Schlacht von Saratoga, die vom 19. September 1777 bis zum 17. Oktober 1777 stattfand, Erfolge der amerikanischen Truppen verzeichnet werden konnten. Am 6. Februar 1778 wurden die britischen Seeherrschaft durch ein Bündnis zwischen amerikanischen und französischen Streitkräften geschwächt bzw. bedroht. Dasselbe amerikanisch-französische Bündnis siegte auch bei entscheidenden Schlachten. Zum einen wurde die Seeschlacht von Chesapeake Bay, die am 5. September 1781 stattfand, gewonnen. Außerdem wurde die Schlacht von Yorktown durch die amerikanisch-französischen Truppen gewonnen. Diese fand zwischen dem 28. September 1781 und dem 19. Oktober 1781 statt. Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg endete schlussendlich am 3. September 1783 durch den Frieden von Paris. Gleichzeitig erkannte Großbritannien die Unabhängigkeit der Kolonien an. Wir haben den Unabhängigkeitskrieg auf die wesentlichen und wichtigsten Aspekte reduziert. Wenn ihr noch ein ausführlicheres Video zu dem Unabhängigkeitskrieg wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Die amerikanische Verfassung wurde dann am 17. September 1787 verabschiedet. Diese trat am 23. Mai 1788 in Kraft, wodurch die Grundordnung der Vereinigten Staaten festgelegt wurde. Der erste Kongress der Vereinigten Staaten, nicht zu verwechseln mit dem Kontinentalkongress, nahm seine Arbeit am 4. März 1789 auf. Somit trat das neue Regierungssystem in Kraft und der erste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, George Washington, wurde ins Amt gerufen. Zusätzlich zur Verfassung wurde die Bill of Rights mit 10 Zusatzartikeln, die bestimmte unveräußerliche Grundrechte enthalten, am 25. September 1789 verabschiedet. Nach etwas mehr als 2 Jahren trat diese am 15. Dezember 1791 in Kraft.
Durch die Unabhängigkeit der Kolonien entstand schlussendlich die Vereinigten Staaten von Amerika. Sie ebneten praktisch den Weg für die USA, die wir heute kennen. Die weitere Entwicklung der USA auf politischer sowie gesellschaftlicher Ebene wurden durch die Revolution erst möglich. Ohne die amerikanische Revolution wären weitere geschichtliche Ereignisse mit hoher Wahrscheinlichkeit ganz anders verlaufen. Ihr würdet zum Beispiel in keinem Fall gerade dieses Video zur amerikanischen Revolution schauen. Mit der Unabhängigkeit Amerikas und dieser Weisheit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Lasst gerne eine Bewertung und ein Abo da. Wie immer könnt ihr Wünsche und Vorschläge für neue Random Lernvideos in den Kommentaren dalassen. Checkt auch gerne unseren Discord-Server und unser Instagram-Profil ab.